Hallo, begrüße zu meinem Aus- und Rückblick Nummer 13 2024. Ja, wer setzt sich jetzt da durch in der kommenden Woche? Der Bulle oder der Bär? Die beiden sitzen recht friedlich da am Tisch. In der vergangenen Woche hatten wir Murz-Action in die eine wie auch in die andere Richtung. Schauen wir uns das gleich einmal ein bisschen näher an. Und zwar nämlich natürlich die Nasdaq. Auf der linken Seite sehen wir den Index, auf der rechten Seite sehen wir den Future. Wir haben am Montag da gleich einmal mit einer Lücke da hier heroben begonnen. Das ist noch der Freitag, das ist der Montag. Da ist am Vormittag bis zur Eröffnung 14:30 Uhr. USA eröffnet ja momentan eine Stunde früher. Auch in der kommenden Woche wird es noch so dass der Fall sein. Und dann sahen wir dann noch eigentlich gleich fallende Kurse. Also den kompletten Anstieg, den wir da gehabt haben in der Nacht. Da sehen wir das dann nachher da hier im Future. Da ist in der Nacht ist es dann nach oben gegangen aus heiterem Himmel. Und siehe da. Das wurde dann nachher hier, sehen wir das jetzt, hat dann nachher am Montag ein Teil abgegeben und dann nachher am Dienstag gleich schon einmal tief eröffnet. Da sehen wir es dann nachher, ist das gleich runtergegangen und das war auch dann nachher gleich am Dienstag das Wochentief. Dann ist es nach oben marschiert und dann nachher hier, das war im Vorfeld der Notenbank-Sitzung, da bin ich auch live gewesen, wie gesagt, habe reingehen auf die Long-Seite, da geht es nach oben und das ist dann nachher da rechts, sehen wir das jetzt wiederum weit, ist auch die ganze Nacht ist das durchgegangen, bis wir da oben gewesen sind. Und dann nachher so 14:30 Uhr, 14 Uhr, ja, da sehen wir 14:30 Uhr, ein Doppeltop haben wir da gebildet. Da hier bin ich wieder auf der rechten Seite zum normalen Börsenhandel. Das ist der Donnerstag nachher gewesen, nach dem Mittwoch, wo es so stark raufgegangen ist. Da habe ich dann empfohlen, ja, lieber verkaufen wir jetzt, weil das schaut eigentlich nicht mehr gut aus. Vielleicht machen wir da diese Lücke komplett zu. Heute am Freitag haben wir sie fast auch komplett zugemacht und danach habe ich die Longseite empfohlen. Also in Summe gesehen war die Woche nicht schlecht jetzt. Interessant ist, wenn man sich das jetzt so anschaut, in der Wochenkerze könnte man meinen, super toll, da einmal runter, einmal rauf ist es gegangen und das war's. Geht es jetzt gleich da schnurstracks weiter. Wenn man sich das dann noch ein bisschen näher anschaut, das ist wohlgemerkt der Index, dann sehen wir hier, wie wir gerade jetzt auch gesprochen haben, hier der Montag eröffnen, hier darunter, nachher hier zu Ende, dann nachher gleich einmal tiefer runter. Donnerstag hat es eigentlich relativ bullisch ausgeschaut, bis dann nachher der Abverkauf gekommen ist. Warum macht man das so genau? Aus dem einfachen Grund, dass wir solche Situationen schon öfters gehabt haben. Haben wir drüber geschaut, da über diese hoch drüber geschaut, dann sind wir ein bisschen runtergegangen, wieder drüber gegangen und trotzdem sind wir dann wieder runtergefallen. Das heißt, auch in der kommenden Woche kann das durchaus da wieder drüber schauen und trotzdem wieder nach unten gehen. Hier ist dann auch wiederum die Frage, beide Tipp da herunten an dieser Linie da wiederum zu kaufen und lang zu gehen. Laufen wir da nachher drüber? Fragezeichen über Fragezeichen mit anderen Worten. Ja, das werden wir dann auch am Sonntag in der Besprechung für meine Premium-Dienstbezieher näher durchgehen. Ich will hier im öffentlichen Bereich nur ganz einfach die Möglichkeiten oder meine Gedankengänge als Übersicht ganz einfach präsentieren. Dow Jones, ähnliche Problematik. Ja, schöner Ausbruch. Schon am Mittwoch ist es losgegangen. Dann war ja dann nachher hier Handelsende. In der Nacht sind wir dann nachher hier dann nachher noch höher gegangen. Am Donnerstag noch höher. Und jetzt am Freitag gleich einmal die Lücke zugemacht. Nachbörslich sind wir dann noch ein bisschen tiefer gegangen. Da ist auch die Frage, fahren wir dann diese Linie runter? Gehen wir dann nachher wieder hoch? Und, und. Ja. Interessant ist, wenn man dann so einzelne Aktien sich anschaut, zum Beispiel aus dem Dow Jones,
Diese Aktie wurde von mir empfohlen, als wir da unten so das zweite Bein gebildet haben. Zum Kauf, das war um die 90, 93, da haben wir mehrere Käufe haben wir da danach gemacht, also guten Mittelkurs haben wir gehabt. Und danach gab es hier auch schon die erste dicke, fette Dividende. Aber jetzt, da mit diesem Hochlaufen, wurde bereits in meiner Gruppe gesprochen, ja, ich fange da jetzt zum Reduzieren an. Also ich habe ja da mehrere Positionen, wie ich gerade gesagt habe. Ich habe da hier etwas rausgeworfen. Eine Position lasse ich da noch drin und die sollte längerfristig laufen. Schöne Dividende aufs Jahr gerechnet. Aber da könnte auch jetzt der Retourgang, ja, bis da nach unten, bis zu dieser Lücke ist es da möglich. Ob ich dann nachher da hier wiederum reingehe, nachkaufe, lass mal alles offen. Ja. Dann schauen wir uns noch den Öl an. Zum Schluss werden wir noch einen Rohstoff uns näher anschauen. Beim Öl, ja, da sind wir auch da hier rauf. Da sind wir auch bereits short unterwegs im Premium-Dienst. Stop-Loss haben wir auch, glaube ich, da hier oben irgendwo bei 82 oder so irgendwo. Also da sind wir schon im trockenen Tüchern. Sollte tiefer runtergehen. Gold, ja, Gold, das war eine blöde Nummer. Also da sind wir da reingegangen, danach sind wir da wieder ausgestoppt worden, aber da habe ich dann auch, wie wir da drüber gegangen sind, gleich wieder da rein. Das ist dann auch recht hurtig da nach oben gelaufen. Und jetzt ist da wirklich die Frage, fallen wir da noch einmal runter, haltet es? Auch da bin ich sehr unschlüssig. Bitcoin, da hatten wir eine Short-Bewegung da nach unten. Dann haben wir eine Long-Bewegung gehabt, da gleich hier da oben wiederum raus und jetzt da fallen wir da scheinbar wieder runter. Ja, eigentlich war ja da die Idee, da den Retest und danach sollte es dann nach unten gehen. Ich schiebe das jetzt einmal da so zur Seite. Vielleicht fallen wir da jetzt da wirklich tiefer runter. Also eine strategische Long-Position, eine übergeordnete, würde mir da hier unten am besten gefallen, da wiederum kleinweise beginnen zu kaufen und vielleicht auch hier unten sogar noch nachkaufen zu müssen. Dann noch kommen zum Ende schon langsam. Heute ein kurzes, knackiges Video. Mir geht es momentan jetzt nicht gut, aber ist ein anderes Thema. Sollen wir nicht jammern. Okay, gut. Kakao. Ja, Kakao, da könnte durchaus drinnen sein, sogar die Fünfstelligkeit. Ein knappes Gut momentan, es läuft hoch und höher. Also zu Shorten, ja, es gab Shortversuche meinerseits einmal. Da hier gab es einen Shortversuch, dann gab es auch hier einen Shortversuch. Aber eine Long-Position, die da hier unten dabei, wo ist denn das da? Ich glaube, da irgendwo, ah, das ist der alte Kontrakt, ja. Bei 4500 läuft bei mir noch immer noch eine Long-Position. Hier wurde gehedged, ganz einfach, da ist der runtergegangen. Und als wir an dieser Linie gewesen bin, habe ich da verkauft, weil es ist ganz einfach nicht tiefer gegangen. Oder da bin ich ausgestoppt worden, genau so. Ähnlicher Versuch hier, danach hier ausgestoppt. Hier der Rom hatten wir auch einen Versuch, muss ich auch dazu sagen. Jetzt gehen wir noch höher, da werde ich da runter irgendwo den nächsten Versuch machen. Ich will euch den Chart nochmal so zeigen, da sieht man, wie hier ja, auch ein Rohstoff explodieren kann. Das geht da hier da leider. Achso, na, das können wir vielleicht doch noch länger schauen. Einen Moment, dann machen wir einen Wochenchart raus. Ja, dann sehen wir das schon hier. Dann nachher machen wir hier sogar noch einen Monatschart. Jetzt sieht man da gar nichts mehr. Ja, da gibt es keine längeren Kursdaten. Ich habe da wo zurück, da bis in die 70er Jahre. Wir sehen da schwankungsintensiv, also das ist wirklich jetzt momentan ein Novo, dass wir da so extrem ausbrechen. Nichtsdestotrotz, auch wenn es extrem runtergeht, früher oder später werden wir da wiederum nach unten kommen. Okay, gut, wenn es dann noch so weit ist, werde ich dann nachher hinweisen, auch im öffentlichen Bereich, aber erst immer am Wochenende. Da kann schon sein, dass wir unter der Woche schon einen fetten Gewinn eingefahren haben und das schon fett im Plus sein. Daher Premium-Dienst ganz einfach mal testen.
Okay, gut, das war's jetzt. Danke fürs Anschauen, Daumen nach oben und tschüss und wir sehen uns nächste Woche am Mittwoch wiederum live.